Da sind wir wieder bei The Binding of Isaac Rebirth. Immer noch mit der alten Musik natürlich, weil ich die drin haben möchte. Und es ist jetzt ein Mod drin, der Mods erlaubt, damit da nicht modded steht. Damit ich die Texte ändern konnte. Ich habe keine Stats oder sonst was von irgendeinem Item geändert, also wir sind nicht... haben keinerlei Vorteil, sagen wir einfach so. Zudem habe ich den Saturn-Kopf mal zu Zombie-Gott geändert, weil ich mich natürlich für einen Gott halte. Nein, ich habe da einfach mal rumgetestet und rumprobiert und habe den Zylinder aufgesetzt, mal diesem Engel von Real Platinum Gott. Ich habe weder Real Platinum Gott noch Golden Platinum Gott, das sind einfach nur geänderte Bilder, ne? Ich habe immer noch das Ende, wo ich den Mega-Satan besiegt habe. Für Platinum Gott brauche ich da noch einiges. Man braucht nämlich Secrets ein paar mehr. 50 noch, circa 53. Dann hat man, glaube ich, alles sogar. Naja, auf jeden Fall. Können wir versuchen, mein Blue Baby in die Dark Eve. Warum fehlt bei jedem nur die... Samson? Samson, willst du nicht in die Chest gehen? Wie bei jedem einfach dieser scheiß Dark Room fehlt. Oh. Na gut, dann versuchen wir es eben im Blue Baby. In den Dark Room. Weniger Herzen, mehr Herzen, weniger Herzen, mehr Herzen, weniger Herzen, mehr Herzen. Ich weiß es nicht. Let's try. Machen wir einfach mal einen Hard Mode. So. Basement XL, Curse of the Labyrinth. Hier habt ihr den ganzen Shit auf den Stats und den Cosit und so weiter. Und wir sind das Blue Baby. Welches wir schon länger nicht mehr waren. Ich habe vom letzten Part das Hylian Shield und das Master Sword meinem Sortiment hinzugefügt. Denen so kleine Zelda-Beschreibungen gegeben. Also nichts Großartiges. Die heißen jetzt so, sind halt zu finden im Spiel. Statt Mom's Knife und dem Trinity Shield. Beim Trinity Shield steht, glaube ich, dabei, dass es Tränen abwehren kann, aber ich habe halt genau die Beschreibung genommen, die dabei steht bei Ocarina of Time bei dem Schild. Da steht eigentlich, es kann sogar Flammen abwehren. Und das habe ich halt so abgeändert, dass jetzt da steht, es kann sogar Tränen abwehren. Statt Flammen. Mehr nicht. Und beim Master Sword habe ich... Okay, vielleicht war Hardmode eine schlechte Idee. Nein! Oh Gott, nein, nein, don't make yourself a trap. Good boy. Da habe ich Hero of Time dazu geschrieben. Jeder weiß, Long ist der Hero of Time. Was, der heißt nicht Long? Oh. Ja, aber Long ist so ein... naja, parodischer Name von Link, sage ich mal so. Das ist dann immer so ein... Wenn man irgendwo so einen Charakter erstellen kann und der sollte eigentlich Link darstellen, das sieht aber ein bisschen derpig aus, dann ist es Long. Größtenteils. Vielleicht hat es auch eine größere Bedeutung und die kenne ich nicht. Aber soweit weiß ich es und deswegen wollte ich es euch soweit erklären, damit ihr auch wisst, wer Long ist. Ich habe mein Amiibo bei Super Smash Bros. Zum Beispiel auch Long genannt. Weil ich ihn lila gefärbt habe. Und ja. Einfach weil ich Long lustig finde. Da gibt's, machen wir es doch einfach ganz einfach. Ich muss das Video ja nicht groß editieren. Warte. Ich gebe mal kurz in die. Ich weiß nicht, ob da was kommt, wenn man die Google-Suche Long eingibt. Ja. Genau. Bei irgendeinem 3DS-Spiel. Kurz mal das Bild speichern. Auf dem Desktop. Yep. Dann hier das hinzufügen. Bild. Ah, mein Gott. Verschwenden wir Folgenzeit. Bei irgendeinem 3DS-Spiel kann man so über Street Pass. Also ist so eine Funktion. So à la WLAN. Andere Spieler seine Gegend besuchen lassen. Scheinbar. Und da gab es dieses Bild. So, zack. Machen wir es mal ein bisschen größer. Da. Da, dadurch ist, glaube ich, Long entstanden durch diese Situation. Das hat einer dann im Reddit gepostet und dann wurde es irgendwie bekannt oder so ein Shit, was weiß ich. Ich bin kein Professor der Internetologie. Auf jeden Fall wollte ich es euch kurz mal erklärt haben, was es mit Long auf sich hat. Weil ich Long selber gesagt habe. Nur weil ich dieses Wort erwähnt habe. Ich habe es nicht mal in die Item-Beschreibung gepackt, weil ich mir dachte, ach, das versteht doch eh keiner. Und dann, jetzt habe ich es doch erklärt. Jetzt hätte ich es doch einpacken können. Egal. Hero of Time ist auch schön. Das hätte ich irgendwie sowas reingeschrieben, The Legend of Long. Aber muss ja nicht alles lustig sein. Ja, ansonsten gibt es natürlich jetzt noch ein paar Items. Ich muss mich die Tage auch wieder hinsetzen und noch ein paar mehr Items hinzufügen und editieren. Problem ist halt dann für die Zuschauer, die neu auf den Kanal kommen, die sind dann verwundert, dass ich Items im Spiel habe, die sie nicht haben. Aber mein Gott,
Dann könnt ihr es ja in den Kommentaren immer noch erklären, was da gerade abgeht bei mir, warum ich so tolle Sachen habe und die nicht. Ich sollte den Kack hier auf jeden Raum kaputt machen. Und du explodierst, wenn ich dich besiege. Deswegen will ich eigentlich, dass du genau an dem Stein stirbst. Aber das kann ich nicht planen, ne. Also theoretisch kann man schon planen, ne? Puh. Ha! Okay, es hat funktioniert. So, machen wir das Häufchen kaputt und dann machen wir das Häufchen kaputt. Nichts, nichts. Wer hätte es erwartet? Achso, wir haben ja eine XL-Ebene, ne? Wir müssen jetzt zwei Goldräume hier noch irgendwo versteckt sein in den Tiefen des Universums. Oh Gott. So. Gott sei Dank gehen die noch ganz einfach kaputt. Ich hoffe, wir kriegen irgendwelches gescheite Zeug. Und die Karte, die ich letztes Mal gefunden habe, habe ich scheinbar mit Lazarus freigeschalten. Das war gar nicht die Kreditkarte. Ich weiß gar nicht, was die Kreditkarte dann macht. Ich bin oft verwirrt. Oh, okay. Das ist ein sehr interessanter Anfang, aber leider im Hard-Mode nicht ganz so praktisch wie gewöhnlich. Aber egal. Das ist trotzdem ein interessanter Anfang. Besonders als Blue Baby. Hier, ich scheißlacker, ne? Und die Slow-Effekt. Okay, das ist okay. Nicht zu positiv, nicht zu negativ. Mitteltief. Da links seht ihr übrigens auch das Hardcore-Symbol. Das werde ich immer auf Thumbnail packen, wenn ich den Part im Hard-Mode spiele. Außer ich entscheide mich spontan, alle Parts im Hard-Mode zu spielen, weil es eigentlich kaum einen Unterschied in diesem Drecksspiel macht. Oder, nimm mal mit. Wieso habe ich denn nicht das... Es überliegen Herz und ich lasse ihn nicht mitnehmen. Bin schon ein guter Spieler. Der kann rote Spinnen rausspucken. Mittlerweile, aber halt super gering. 1,5 Herzen gegen... Ja, ein Seelenherz. Da beschwert man sich, glaube ich, nicht. So, die Kiste kann ich eigentlich auch aufmachen. Richtig viele Bomben und Schlüssel auf der ersten Ebene. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich bin dafür, dass wir noch Angel Deals gehen. Bei Angel Deals kriegt man selten richtig gutes Zeug. Aber Fliegen und sowas ist auch recht wahrscheinlich. Weil Devil Deals finde ich mit Blue Baby nicht so ansprechend. Wir schauen erstmal, dass wir die ersten zwei Bosse besiegen, ohne Schaden zu bekommen. Hey! Was war das? War das etwa Schadenmon? Ich habe die ganze Zeit überlegt, wann ich die Bombe lege. Aber dieses Viech hat sich so oft hin und her bewegt, dass ich verwirrt war. Ich kann auch Kacke legen, aber ich lege es lieber draußen. So, das gibt mir nur ein blaues Herzchen mehr. Zack. So. Eine Münze. Eine Münze ist besser als keine Münze. So, Boss Nummer 2. Bei dem sollten wir eigentlich nicht getroffen werden. Aber da es Dingle-Motherfucking-Arsch-Pups ist, werden wir hundertprozentig getroffen. Das einzig Schöne ist, wenn er chargen will, können wir uns in die Ecke verpissen. Und hoffen, dass er nicht zu uns kommt. So. Ansonsten hat er uns jetzt noch so einen kleinen Schutzschild gegeben, wenn er nochmal chargen will. Dass er uns gar nicht erst erreicht. Nein. Ach, Distanz ist bei Dingle eigentlich ganz cool. Kann er mal aufhören? So. Ja, so ist es noch schöner. Da kann ich jetzt fast schon stehen bleiben. Nur kurz mal nach links laufen und dann wird der Schuss eh abgefangen. Muss nur aufpassen, dass ich es mit meinen eigenen Tränen nicht kaputt mache. Ah, jetzt ist es wieder doof. Dingle, du bist doof. Oh, okay, okay, okay. Ich habe nichts gesagt. Dingle, du bist der Beste. Der Allerbeste. Wie keiner vor dir war. Ba, ba, ba. Ganz allein schnapp ich sie mir. Tears on Shots, be heat up. Du bist zwar ein Damage Upgrade, aber ich nehme dich nicht mit. Wuhu. Oh, wie traurig wir sind. So viele Tränen in unser Gesicht. Ich weiß, dass in Bossräumen nichts aus den Kaki-Häufchen kommt. Ich habe sie trotzdem mal zerstört. Lasst mich. Caves 1 sind wir schon. Haben einige Schlüssel noch und hopp, da gehen wir schnell durch. So, haben einen schönen Raum voller Bombenfliegen gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Naja, unsere Schussrate ist dafür ganz hoch, dass wir letztendlich sonst nichts können. Irgendwie muss man es ja wieder gut machen. Ah, wenn wir jetzt nicht im Hard-Mode wären, der Dark Bomb wäre ganz cool gewesen. Aber so droppen wir fast schon viel zu selten Herzen.
Ich wollte es testen, ob ich den da vorlegen kann. Tut mir leid. Ich höre auf, ich probiere nie wieder Sachen. Oh, eine blaue Spinne. Ja. So bist du eher fein. So kann ich dich respektieren, Duckbomb. Nichtsdestotrotz versuchen wir trotzdem irgendwie zu überleben, solange es geht. Wir wollen doch nur leben. Mich nervt es, dass die Spinnen unten auch über den ganzen Raum spucken können. Es ist nervig. Ha! Ich habe einen von den beiden geblockt. Habt ihr es gesehen? Jetzt bin ich Gott. Blocker der Kacke. Blocker der Kackdinger eher gesagt. Guck mal. Yes. Very, very nice. Tun wir uns das an? Ja, komm. Ja, tun wir. Ja, tun wir. Oh Gott, danke Spiel. Du liebst mich. Ich liebe dich auch. Ich liebe dich auch, Isaac. Ja, ja. Ja, ja. Guck, wie glaube wir jetzt gucken. Jetzt haben wir einen ganz großen Kopf, aber unsere Tränen werden immer stärker und stärker. Cricket Head, Gott. Cricket Head, bestes Item im Spiel. Ich habe mir nämlich den Spezialpool von Items angeguckt, mal. Und es sind echt nicht viele Items. Polyphemus ist zum Beispiel eins und der D6 und sowas. Was, wie ist denn das dann, wenn ich den mit dem D6 anfange? Kann ich dann kein Polyphemus mehr bekommen mit Isaac oder was? Doch, bestimmt. Irgendwie muss ich das gegenseitig aushebeln. Ach, verdammt, ich dachte, ich bin schnell genug. Ich mache mir hier meine ganzen potenziellen Engel-Deals kaputt. Ich Dovi-Pups. So. Naja, ich bin froh, dass wir nicht... Oh Gott, wie haben wir das geschafft? Dass wir nicht mehr mit Maggie spielen müssen, wollte ich sagen. Weil Maggie mich mittlerweile so ein bisschen angekotzt hat. Ist das Eves Mascara? Nee, das sind die Charmed Tears, ne? Charmed Tears, ja genau. Oh, Charmed Tears sind cool. Bei manchen Gegnern ziemlich ekelhaft, aber Charmed Tears sind cool. Also dann kämpfen Gegner für uns. Machen den anderen Gegnern Schaden. Immer jede pinke Träne. Sorgt für diesen Charme-Effekt. Hatte ich selten. Ich glaube einmal bisher. Das sind auch seltenere Tränen auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall sehr schöne seltene Tränen. Wir können mal in den Shop gucken. Die Karte. Wir haben übrigens einen Store bekommen, dass wir jetzt immer zwei Items da sind, was schon mal sehr gut ist. Dann haben wir schon mal eine große Auswahl. Hatten wir zuvor nicht, soweit ich weiß. Ja, die Karte ist besser als das Best Friends. Obwohl ich auch offscreen ein bisschen Geld eingezahlt habe, deswegen kann ich auch gerne ein bisschen was rausspringen. Kann ich beides gleichzeitig springen? Test! Survived. So, komm noch einmal. Da haben wir Automat. So, jetzt haben wir den großen Darkbomb. Der uns rein gar nichts bringt, außer dass er cool aussieht. Egal. So. Oh, ich bin nicht. Ich dachte, ich bin ausgewichen. Sorry. Scusi, Scusi. Ich nichts freiwillig kriegen, schade. Nein, nein. Ah, guck mal, er liebt uns. Oh, guck mal, wir haben ihn dafür getötet. Machen wir einen Bossy-Boss? Ja, machen wir einen Bossy-Boss. Headless Horseman. Cool, fliegen. Das ist schon mal was Schönes. Okay. Naja, der Video können wir auf jeden Fall vergessen. Ich mache nur immer das Gefährliche von den beiden. Das ist dieses explosionsspuckende Etwas, das sich Boss schimpft. Oder Pferd. Hallo Pferd. So. Ich hätte gerne irgendwas Weihnachtliches in Eis. Oh, wir kriegen sogar einen Devil Deal. Richtig nett. Aber wir wollen ja keinen Devil Deal. So, jetzt haben wir zwei abgelehnt. Jetzt sollten auf jeden Fall Angel Deals kommen. Falls wir es nochmal schaffen, dass ein Angel Deal kommt. Sehr gut. Dann nehmen wir diese Random Pille. Und hoffen, dass es nicht Amnesia ist. Sehr gut. Amnesia ist für mich fast schon die schlimmste Pille. Wir können uns jetzt durch die Fähigkeit des Fliegens das schwarze Herz da oben holen. Welches wir jetzt holen? Ja. Ja, holen wir jetzt. So. Das ist schon mal sehr gut. Durch die Macht des Fliegens können wir auch solche Gegner jetzt mit Leichtigkeit bezwingen. Und durch die Macht des Fliegens kriegen wir auch nur ein halbes Herzschaden, wenn wir so einen Stachelraum betreten. Und die darf man ja betreten. Ja, wir hatten schon Devil Deal, ist gut. Und da kann der Goat Head drin sein oder Bob's Brain. Gut. Dann spiele ich lieber selber weh beim Rausgehen, anstatt Bob's Brain mitzunehmen.
Jeder weiß warum. Kann ich mal einen von denen charmen? Das wäre ganz cool. Ich will mal, dass ihr euch gegenseitig tötet. Da, er liebt sie. Oh, es reicht nicht. Doch, töt ihn, töt ihn. Komm. Ja, er hat ihn tot geliebt. Okay. Muss ich auch irgendwie klein, ein bisschen Spaß gönnen im Spiel, ne? Wo bleibt man denn sonst? Oh Gott. Ich will keinen Spaß mehr, geht einfach sterben. So und so. Ein weiterer Schlüzel. Gut, jetzt haben wir wieder ein bisschen Stuff. Mein kleiner Zeh tut irgendwie gerade weh, vielleicht sterbe ich. Okay. War schön mit euch, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Nein, ich lebe noch. Echt? Wow, hätte ich nicht gedacht. Mein Tod war so gut geschauspielert. So gut geschauspielert, das hätte man nicht erwartet. Und was gibt's hier? Eine bunte Auswahl. Na, schauen wir erstmal hier in die kleinen Räume. Mit den bunten Gegnern, die mir vielleicht mal nicht wehtun. Oh. Und hier rechts auch noch. Damit wir das ganze Vergnügen beendet haben. Okay, wir haben in unserer Generierung Shopkeeper-Köpfe. Die werden also auf jeden Fall noch häufiger vorkommen. Ist okay. Wir sind stark. Dank Cricket. Cricket ist unser Mann. Oh, der Itemraum mal so früh. Mittlerweile bei Isaac kommt es mir immer so vor, als müsste ich mal so stundenlang nach den Goldräumen suchen. Schwarze Bohne. Ich glaube, wenn ich getroffen werde, pups ich jetzt. Nicht so das Premium-Item, aber es gibt's. So, ich töte mal die Fliegen. Weil ich weiß, dass ich jedes Mal diese Fliegen reingehen werde. Bei jeglicher Gelegenheit. So. Wow, das ist nicht viel Geld aus dem, dafür, dass es ein goldener Kackhaufen ist. Sollten die von mir aus ruhig seltener sein, aber ein bisschen wertvoller. Frommse Inhalt. Ich konzentriere mich schon auf die ganzen 5000 Viecher da rechts und dann kommt von links so eine rote Flamme. Ich bin schlicht. Oh, das Book of Shadows. Was bist du nochmal gewesen? Ich glaube, das gibt mir ein schwarzes Seelenherz. Ja, komm. Das Book of Shadows ist verdammt gut. Warten wir mal unseren Angel Deal ab. Vielleicht kriegen wir durch den Angel Deal fliegen. Kann vorkommen. Das ist auf jeden Fall sehr nett. Oh gut, wir haben einen auf unserer Seite. Trotzdem sind die Viecher so scheiße von der Bewegung, dass sie es eh nicht checken, was abgeht. Gut, wenn ich getroffen werde, droppt jetzt Geld. Einfach alles passiert, wenn ich getroffen werde. Oh, das nehmen wir auch mit. Small Rock? Nein, eine goldene Kiste mit... Paperclip. Jetzt habe ich eine Chance, keinen Schlüssel zu verbrauchen bei Kisten und so weiter. Ja, ganz ziemlich gut in Kombination mit Guppy's Tail. Oh, das ist noch besser. Ein bisschen Speed-Up. Das Curved Horn ist ja eigentlich mein Lieblingstrinket, weil einfach plus 2 Damage. Und plus 2 Damage ist viel. Cricket's Head ist ja ein Damage-Multiplier. Ich glaube, der zählt dauerhaft. Also egal, wenn ich jetzt irgendeinen Schaden kriege, kriege ich einen zweifachen Schaden davon dazu oder so. Soweit ich weiß. Kann auch sein, dass ich mich irre. Auf jeden Fall ist Cricket's Head eigentlich super gut. Und das weiß ich. Und deswegen freue ich mich immer über den... So. Oh, guck mal. Einfach ein Seelenherz. Einfach so aus Kaki. Da will mal einer sagen, ich habe kein Glück. So. Achso, ich dachte, die schießen gezielt nach einem. Tun sie aber nicht. Ich fände es cool, wenn der Duck Bum auch irgendwie beeinflusst wird durch das BFM-Item. BFF. Außer, dass er nur größer ist. Wenn es halt irgendeinen Nutzen hätte auf ihn. Dass er dann nur noch ein Herz braucht oder so mit der Combo. Das wäre ganz lustig. Vielleicht tut das. Wer weiß. Hatte die etwa schon die Combo? Da kommen zwei Bossraum. Wird noch ein Kampfraum da unten. Machen wir erstmal den Bossraum. Es ist Doppel Widow. Haben gewonnen. Widow kann nichts, wenn man hier am Rand steht. Also soweit ich weiß, kann der Boss echt gar nichts machen. Wenn er fliegen hat.
Wow. Sogar ein Doppelkill. Ich mache hier so ganz langsam die ganze Ebene ab. Ist gut. Ah, gar kein Deal. Aber all stats up. Und das ist auch super cool. Auch wenn wir jetzt riesengroß sind. Aber unsere Begleiter wurden ja auch schon größer skaliert. So, mit dem all stats up. Gehen wir auch gerne nochmal da unten in den Kampfraum. Oh ja, unser Schaden ist göttlich. Magnifique. Jetzt ist die Frage, ob ich das Fliegen weglege. Ich liebe Fliegen über alles. Wow, mega fetti. Okay. Ich wollte mich gerade wundern, warum seine Tränen nicht so weit gehen. Aber ich weiß warum. Weil er einen Slow-Effekt genau in der Sekunde auf sich hatte. Vielleicht springt er. Nicht pupsen. No. Don't poops on me. Immer kurz bevor er stirbt, springt er hoch und tötet. Ah. Guck mal, ich habe es geschafft, ohne dass er einmal hochspringt und mich tötet. Oh Gott, hallo. Ganz ruhig. Du machst mich sad. Rüpfen die Gegner die Flammen für mich aus? Ja, tun sie. Okay. Gut. Dann war das das. Item. Geheimraum. Wir haben nur eine Bombe gehabt. Das habe ich nicht gesehen. Hups, Entschuldigung. Wollen wir ganz Whisky spielen? Book of Shadows ist halt richtig gut. So gut, dass ich sogar Fliegen dafür kurz mal weglege. Fliegen bietet mir halt ein bisschen viele Möglichkeiten, alles einzusammeln, was ich haben will. Wir belieben einfach in Isaac. Und gleich heißt es, oh nee, Fliegen weg und jetzt kommt alles, was am Boden mir Schaden macht. Ja, ausweichen ist halt auch einfacher mit Fliegen. So, wir sind auf jeden Fall auf der ersten der zwei Marm-Ebenen und haben nur den Curse of Darkness, den ich nur optisch cool finde und deswegen habe ich kein Problem damit. Naja, vielleicht die Spinnen erkenne ich nicht unbedingt perfekt. Vielleicht habe ich deswegen doch ein Problem damit. Aber gerade nicht. Ich bin ja nicht in die Spinne reingelaufen, deswegen geht's mir ja gut. Drei Kistis. Eine könnte mich davon in den Angel Room teleportieren. Ah, schade. So. Wir haben im Notfall noch unsere Unverwundbarkeit. Du hast keine Animation gemacht. Das ist unfair. Ihr müsst alle doch eure Animation machen, wenn ihr angreift. So, irgendwer hat mir übrigens mal auf Twitter oder in die Kommentare geschrieben, dass er einen der Entwickler kennt, der in den Credits gelistet ist. Das finde ich cool. Kannst du ihm mal Grüße von mir ausrichten. Kannst sagen, der Zombie, der spielt das ganz viel. Und die Entwickler haben ihn angeboten, ihm dafür ein... Nein, die haben mir nicht mal das Spiel gegeben dafür. Weil sie mich hassen. Das habe ich ja ganz am Anfang schon erzählt. Für die, die es nicht mitbekommen haben, ich hatte halt angefragt, ob ich irgendwie einen Key bekomme. Wir haben gesagt, nö, wir haben nur für ein paar Leute, für ganz, ganz wenig ausgewählte Leute einen Key. Aber im PSN ist es gratis, wenn du PlayStation Plus hast. Danke. Ja. Ich glaube, das werde ich meinen Kindern irgendwann erzählen. Ganz trauriger alter Mann bin ich dann. Damals, die Isaac-Entwickler. Die waren gemein zu mir. Ganz, ganz gemein. Aber ist ja nicht tragisch. Ich meine, ich hätte es mir so oder so gekauft, im schlimmsten Fall, weil ich das Spiel ja auch gerne unterstütze. So. Gut. Kommt, meine kleinen Gegner. Oh, es ist toll. Mit den Charmtränen zücken die sich hier gegenseitig. Ganz ruhig. Müsst nicht übereinander herfallen. That's interesting. Ich nehm's mal mit. Einfach weil sie so schön leuchten. Hui. Und weil ich jetzt so schön leuchte. Problem ist nur, jetzt werde ich mich halt wieder. Oh Gott. 90 jetzt. Ja, genau das. Alter, wie soll ich denn in dem Raum ausweichen? Habt ihr überhaupt an die armen ausweichenden Menschen gedacht? Meine Proc-Chance ist ziemlich hoch. Wie viel Glück habe ich? Eins. Mich wundert's nur, weil halt alles explodiert die ganze Zeit. Ah ja, wir haben ja im schlimmsten Fall das Buch. Ja. Geil, ein Herz weniger. Danke. Oh, dafür ist der Gegner verbrannt. Schon ziemlich geil, dass das die Tränen in Dot machen. Wir haben echt viele Träneneffekte. Die machen in Dot und können explodieren.
Das ist auch ein ekelhafter Raum. Will ich mal gerade hier gestehen. Boah, was ist denn hier mit den Räumen los? Ich habe vorhin so voll gescherzt, so ja, jetzt kommen bestimmt so Räume, wo ich unbedingt fliegen brauche. Jetzt kommen aber wirklich solche Kackräume, ne? Hier kommt. Warten wird's auch nicht besser. Er stirbt daran, komm. Oh, ich dachte eigentlich, er sollte explodieren, aber gut. Gut, gehen wir nach unten. Die kleinen Leuchtemänner. Gut. Oh, das ist ja noch eine vierte. Wenn sie nicht gestorben sind, dann waren es auf einmal vier. Da können wir auch nochmal reingucken. Die Blue Map könnten wir jetzt holen. Da wissen wir immer, wo die Geheimräume sind. Die ist sogar super praktisch für unsere jetzigen Intentionen. Ich bin mal so frei. Ich benutze meine Bomben mal hierfür. Ah, das ist Evil Up, das brauchen wir nicht. Ach komm. Jetzt laufe ich da in den Strahl rein. Na gut, dafür habe ich das Geld jetzt voll. Da muss ich so viel Glück haben. Gehirne, tötet euch. Die können sich gegenseitig durch Berühren töten, okay. The more you know. So, ich habe immer Angst vor diesen Blutspuren, weil die so lange anhalten. Ja, ich weiß, ich sollte dieses Schutzbuch öfter einsetzen, aber ich will es ja nicht. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall erstmal Bomben, damit wir die Räume auch aufbekommen. Oh, ein so weißer Gegner. Ich glaube, die haben irgendwas, was ich möchte. Ja, Kisten. Wusste ich doch, dass mir irgendwas zu Sinnen gekommen ist, was dieser Gegner haben könnte. Hey! Willkommen in der Ebene, wo du auf einmal 5000 Bomben brauchst, die du zuvor hattest, aber die ganze Zeit verschwendet hast. Sinnlos. Naja, nicht sinnlos. Oh, guck mal, ein Doppelherz. Da kannst du jetzt erstmal schön auszahlen. Nice. Hier ist ab. Das ist auch sehr nice. Okay, pum pum. Eurer Tod. Tiefen 1, genau. Gisch. Recht simpler Boss. Beschwört aber, glaube ich, Mini-Gischs beim Springen, ne? Ja, aber... Oh ja, ich darf... Oh, es ist eigentlich recht simpel. Gibt allerdings ein kleines Problem mit ihm. Dass er eigentlich nur über eine große Distanz schießen kann. Man kann eigentlich an ihm dran stehen. Allerdings tritt dieser Fall für uns nicht ein. Da wir ja explodieren, wenn wir schießen. Ich gehe einfach sicher. Noch ein Devil Deal? Ich habe doch nichts gemacht. Na, guck mal. Das ist schon das Schwert. Das Master Sword. Nein, ich will einen heiligen Deal. Was mache ich denn? Ich habe nichts in die Luft gesprengt. Ich habe nur rote Kisten genommen. Das darf man eigentlich. Warum mag mich das Spiel nicht? Ich habe kein Evil-Up-Item mitgenommen. Ich habe nichts. Ich habe eine Bombe gekauft. Ein Seelenherz. Was habe ich? Wofür wollte ich? Gehe ich jetzt in den Geheimraum oder Supergeheimraum? Wehe, du hast nichts Gutes. Ja. Könnte ein Steam Sale haben. Auch wenn wir nur noch eine Ebene danach haben. Naja, Geld ist auch gut. Oh, und eine Bombe als Auszahlung. So. Gibt's hier noch irgendwas? Nö. Das hebe ich mir dann alles für die nächste Ebene auf. Da liegt noch ein Schlüssel. Okay. So, da liegt auch ein Schlüssel, aber den will ich noch nicht holen. Beziehungsweise kann ich eh nicht holen, weil ich nicht fliegen kann. Und da ist ein Stachelraum. Okay, das war alles, was wir dieser Ebene verpasst haben. Dann gehe ich mit der Bombe in den Super-Duper-Mupa-Geheimraum. Und da machen wir dann auch alles kaputt.
Ich weiß nicht, ob ich die Feuertränen hätte liegen lassen sollen. Ich finde sie ganz cool, aber ich tue mir meistens damit häufiger weh, als dass ich mir selbst helfe. Oh! Oh! Die setzen wir gleich in der nächsten Ebene ein. Okay, das ist nichts. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal den hoffentlichen Engelsraum. Weil jetzt habe ich echt alle Ebenen keinen Deal mitgenommen. Extra nur, damit ich so einen Angel-Deal bekomme. Ach, du bist doch ein Arsch. Genau das, was ich mit dem scheiß blauen Baby nicht brauche. Aber wir hatten einen. Kann mich nicht beschweren. Das ist, was ich wollte. Ich habe mein Schicksal gewählt. Ja, jetzt haben wir sogar noch einmal einen Gegner, noch ein Viech dabei mit Slow Effect. Double die Slowness. Double die Fun. Hier ist Slow Charm, Feuer, einfach alles drauf. Jo, Isaac, was möchtest denn du auf deine Trill? Ja, einfach alles drauf, ey. So läuft das bei mir. Ah, ich hab gepupst, weil ich Angst hatte. Nein. Ich wollte eigentlich sagen nein, aber gut. Wenn ich eine Bombe habe, gehe ich dann nochmal hin. Jetzt, wo ich einen Schlüssel rein investiert habe. Lack up. Nice. Was bist du? Ein Raum voller Kaki. Nicht mal so schlecht, weil aus Kaki können Herzen kommen. Können. Na gut. Zwei Schlüssel für ein Herz und eine Münze. Eine. Zwei. Zwei. Zwei Münzen. Tut mir leid. Ich kann doch nicht. Was ist denn da los? Wollen die meine Schlüssel irgendwie loswerden? Die 1 Revolt Items. Sehr gefährlich. Sollte man eigentlich nicht nehmen in der jetzigen Situation. Weil ich mal nur einen kaputt machen könnte. Allerdings könnte ich auch Spaß haben. Spaß? Ich glaube, ich nehme. Warum hat Edmund diese Räume eingebaut? Das Spiel hasst mich. Ich habe mir gerade mit der Joker-Card gedacht. Soll ich die jetzt einsetzen und hoffen, dass ich die Blank-Card finde? Und dann dachte ich mir, die Blank-Card findet man sowieso nie. Pam, im nächsten Itemraum. Ich wusste nicht mal, dass die im Itemraum drin sein kann. Ja, ich hab, was weiß ich. Komm, ich geh einfach in euch rein hier. So, komm, explodier. Danke. Es lief erstaunlich gut. Wir haben eine Joker-Karte. Oh. Heißt es, ich soll mein... Ja, heißt es. Was ist denn... Was haben wir denn? Emperor, Tower und Joker. Okay. Tschüss, Book of Shadows. Hallo. Goldraum zu Anfang jeder Ebene. Und du. Kommst auch mal mit. Du verbrauchst dich eh in 2 Sekunden. So, da ist eine Trolleybombe. Machen wir die Ebene noch fertig. Haben wir irgendwas, was mich teleportiert? Hier den Emperor. Hätte ich theoretisch. Aber auch nur im Bossraum. Wir können natürlich noch unser Zeug rerollen. Als Option. Die Option habe ich. Toll. Ist einer von denen, der eine Kiste verliert. Wollen echt meine Schlüssel vernichten. Ich merke schon. Ich laufe mal lieber erst panisch weg, bevor ich gucke, was es ist. Krass, die haben mich meine Schlüssel gut dezimiert. Respekt. Respekt, bra. Komm, geht einfach kaputt. Keiner mag euch. So. Was mit den Engelsräumen muss ich noch ein bisschen? Ja, da lag was. Das habe ich gesehen. Blaues Herz. Ich werde es gleich holen. Ich bin Isaac und ich töte alle. Oh. Warum denn? Das läuft alles auf eine OP-Kombo hinaus.
Sharp-Luck kann mir für 2 Herzenschaden ein Item komplett aufladen. Kann ich auch mitnehmen, kann ich auch mitnehmen. Einfach alles wird groß. Groß und stark. So, komm, jetzt kann ich dich ein bisschen auffüllen. Wir haben eine Bombe. Ich habe die Wahl, ob ich es jetzt dafür benutze oder für die Kiste, die ich mir geholt habe. Aber ich habe gesagt, ich hole mir die Kiste dann. So, dann tun wir uns auf jeden Fall weh. Okay, das hat sich sogar gelohnt. Hör uns trotzdem wieder auf. Haha. Verschwenderisch. Ja. So. Okay. Murat Buddy. Er ist ja auch verstärkt. Alles ist super, alles ist wunderbar. Nee, ich will nichts rerollen. Weil jetzt, dann hätte ich den Stromstecker und sowas nicht mehr. Wir haben halt eine gute Chance auf was OP ist. Allerdings haben wir noch nicht die dementsprechenden Karten. Da müssen wir die Skelettköpfe irgendwie kaputt machen. Aber ich kann ja auf keine Weise meine Tränen explodieren lassen, zwangsweise, ne? Nicht, dass ich müsste. Deswegen behalten wir erstmal den Joker. Können wir den auch mal auf den unteren Ebenen ausprobieren. Ich weiß ja nicht, ob der da noch überhaupt was bringt. So, ich hoffe, das war jetzt die richtige Entscheidung. Mama? Mutti? Was, wo ist dein Fuß? Ah, da ist er. Ich habe mich nur gesorgt. Ich habe den schon lange nicht mehr gesehen. Ich wollte nur wissen, wie es deiner Skoriose geht. Da ist keine Krankheit, aber egal. Ähnlich heißt sie. Skoriose? Keine Ahnung. Ich bin noch kein Mediziner. Aua! Mama, warum trittst du mich? So genau wollte ich doch auch nicht gucken. Darkroom, ne? Ja, ich finde allen jetzt in Darkroom. Warum frage ich überhaupt? Du bist doof. Gut, gib mir den Wafer, 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 gib mir den Wafer. Keine Seelenherzen, keine Seelenherzen, keine Seelenherzen. Ein Devil Deal einfach nochmal. Warum habe ich schon wieder einen Devil Deal? Was habe ich getan? Weil ich schwarze Herzen aufgehoben habe, darf man schwarze Herzen nicht aufheben. Jetzt mache ich einen, komm. Weil jetzt bin ich einfach so ein riesiges Ziegenviech, was nochmal Damage ab hat. Lamp gegen Lamp, wer gewinnt? Dum dum da da dum dum. Hallo, hallo. Alle tot. So. Jetzt brauchen wir nur noch eine gute Karte. Mit vielen Bomben würden wir auch auf der Ebene dann wieder recht viele Herzen bekommen. Aber wir haben keine viele Bomben. Deswegen brauchen wir gar nicht über viele Bomben reden. Dieses Video wurde präsentiert von Viele Bomben Industries. Keine Ahnung. Oh, eine Bombe. Alles, was hüpft und stampft, einfach in einem Raum packen. Ach ja, wir haben jetzt noch einen 4-Schuss-Effekt mehr, ne? Wir haben jetzt noch 4 Schüsse. Holy fuck. Wir haben echt eine bunte Tränenmischung. So. Wunderbar. Schauen wir damit in die Geheimräume natürlich. Danke, Abel. Gute Arbeit hast du geleistet. Ich würde mich freuen. Ja, ich glaube, das war die beste Lösung für den Raum. Wenn... Ja. Ich eine gute Karte finden würde. Genau. So. Trotz Love-Me-Effekt werde ich euch töten. Es tut mir leid. Meine kleinen... So. Eitrigen Compadre. Aber ich mag euch nicht. Haha. Wir sprungen mal mit einer Bombe da hoch.
Wenn das so ein Herzenraum ist, dann können wir. Raum ist, kann uns wenigstens unser Dark Bum voll heilen. Ich weiß, dass er verbuggt ist in Kombination mit dem Raum. Deswegen muss man ihn alles aufheben lassen. Und dann ganz schnell aus dem Raum rausgehen. So. Weil draußen wirft er die richtigen Sachen raus. So. Das weiß ich. Drin wirft er immer wieder rote Herzen auf, raus und macht, dass es immer weniger werden. Aber da er sie nach und nach aufsammelt und es sich einspeichert und dann alles erst rauswirft, wenn er bei einem in der Nähe ist, ja, hat er Pech gehabt. Einfach der Kackboss nochmal. Müssen ja auch Stacheln am Boden sein. Ich bin ganz zufrieden damit, dieses Flugitem weggelegt zu haben. Bittet uns mehr Bewegungsfreiheit. Ups. Nein! Weg mit der Karte! Weg! Die ist böse! Die ist ganz böse, solange man keine mehrere Leben hat. Nein! Die tötet einen. Also, es droppen 10 Items und man stirbt. Wenn man ein neues Leben hat oder so, kann man die Karte einsetzen. Alle andernfalls ist es einfach, ja, Suizid. Hat man bei der Challenge Suicide King bekommen. Logischerweise, weil die Karte auch genau wie die Challenge heißt. Aber, nein. Die wollen wir nicht öfter einsetzen. Boah, das wäre aber auch richtig krass, weil da kommen bis zu 3 Items spawnen, die man aufheben kann. Und stellt euch einfach vor, ihr habt einfach 9 Leben oder 10 oder so, durch noch einen One-Up-Pilz oder so und findet dann die Blank Card und ja, Suicide King. Das wäre crazy. Lass mal wieder Abel die Arbeit machen. Die Abel genau immer in ihm drin klebt. Richtig gut. Meiner wirkt irgendwie so ein bisschen gelangweilt. Aber er hat Feuer auf der Stirn. Hot. Okay, Raum machen wir. So. Mehr sind's nicht? Nein. Scheinbar nicht. Nö. Ja. Ich mach das alles in der Hoffnung, halt eine Karte zu finden, ne? Das ist wieder die mit dem Bombenfliegen, oder? Ja. Bombenfliegen mit dem 4-Effekt weichen einem sogar aus. Habe ich festgestellt. Loki ist einer der einfachsten Bosse. Irgendwie beim ersten Mal, wo ich den Classic Isaac gesehen habe, hat er mir richtig Angst gemacht. Von seinem Kampfmuster her. Jetzt doch so, ja, der Typ ist tot. Öffne mir hier einfach noch ein Herz entgegen. Ich finde es übrigens sehr, sehr schade, dass es rausgepatcht wurde, dass man sich aus in die Räume reinsprengen kann. Also, dass ich mich jetzt hier nach unten sprenge, geht nicht mehr. Wurde rausgepatcht. Weil, weiß ich nicht. Weil scheinbar Hans-Dieter zu OP war. Mein Tanzbieter macht das raus. Und dann haben sie es rausgemacht. Und dann waren alle traurig. Ganz, ganz traurig. Zack. Hallo, Loki. Gerade haben wir noch von dir geredet. Dass du mal ein schlimmer Boss warst. In den 2 Hälften ist ja nichts anders, oder? Ich bin dran stehen geblieben. Ich hab die Treffer verdient. Evil Rainshot Speed. Dann krieg ich eh wieder ein Devil Deal. Schade, dass ich die ganzen Herzen nicht mitnehmen kann, ne? Weißt du, wir haben 5000 Herzen, aber ich gehe nicht in den Stachelraum. Was ist denn los mit mir heute? Kann ich doch ruhig mal in den Stachelraum reingucken. Vielleicht finde ich ja wenigstens noch Guppy's Tail oder so. Gonzo's Tail mittlerweile. Weißt du, ist ja eh, dass ich nicht hier nach unten gehen kann, sondern jetzt hier komplett einmal außen rumwuseln darf. Ein Herz weg. Ja, okay, das war sinnlos. Aber wir haben mehr schwarze Herzen. Hurra. Müsst ihr mir nochmal erklären, wie das mit den Angel Deals funktioniert? Ich bin immer noch zu doof, auch wenn ihr es mir schon 50 Mal erklärt habt. Ich vergesse scheinbar irgendwas. Man kann ja nicht sein, dass ich einfach einen Angel Deal bekomme, sogar den mitnehme. Das war ja nicht mal ein richtiger Angel Deal, es waren einfach nur... Naja. Crap.
die anderen Devil Deals schon mitgenommen. Wer weiß, was dann passiert wäre. So. Auf jeden Fall haben wir natürlich wieder unseren direkten Besuch im Devil-Raum. Der uns nichts bringt. Aber ich mach's trotzdem. Na genau, wir können halt den Bosskampf überspringen und direkt weitergehen. Aber ich will die Ebene machen. Hui. Das sind nicht wenige. So. Der Vier-Shot ist cool, weil sie sich dann alle auf einmal umdrehen. Bei Feuer drehen sie scheinbar auch um. Na gut, wer ist bei Feuer nicht panisch? Ich. Doch. Wenn ich in Flammen stehen würde, würde ich nicht wegrennen. Solche Weicheier. Vielleicht kriegen wir ein paar Pretty Fly. Ah, okay. Ich finde, diese Automaten haben so ihre eigene Komik an sich. Man sagt irgendwas und dann explodiert dieser Automat immer. Hey, vielleicht finden wir... Oh, ist kaputt. Okay, gut, dann gehen wir weiter. Jetzt muss ich nicht mehr lustig sein in meinen LPs. Das machen jetzt schon die Automaten für mich. Alles wird automatisiert. Ich hab's echt mit Worten momentan. Alles spreche nur noch falsch aus. Bald sage ich auch Zumbai für meinen Namen. Oh, hier können doch Karten rauskommen, oder? Wann ist hier, wo Karten rauskommen können? Ich weiß es nicht. Mir fällt übrigens jetzt erst auf, dass ich mein Leben nicht sehe. Ich glaube, es war einer dieser anderen Räume. Der mit dem Wahrsageautomat. Da kommen Karten raus. Da kommen auf jeden Fall viele raus, das weiß ich. Ich war mir nur nicht sicher, ob jetzt hier Karten rauskommen. Boah, euch kann man das so gut umbringen. Hier sind doch überall Stacheln. Komm mal auf die Höhe. Kommt doch einfach auf die Höhe. Ja. Das ist eine Super Meat Boy-Anspielung eigentlich, oder? Ich würde es als Super Meat Boy-Anspielung sehen, weil es gibt den Wurmboss bei Super Meat Boy und man muss den Wurmboss in die Stacheln an der Seite reinziehen. Es könnte eine Anspielung sein. Komm, gib mir halt noch mehr Pech. Ja. Ich will die so töten. Das ist super lustig, dass es sowas gibt. Oh, wenn die Stacheln ausgefahren sind, geht's nicht? Okay. Da muss man ja richtig Glück haben. Na, da habe ich keinen Bock drauf. Ich habe kein Glück. Alles explodiert. So. Ach, da ist der Boss sogar. Das ist ja schön. Gut, dass der Geheimraum ganz woanders ist, den ich haben möchte. Nämlich da unten links. Hallo. Mensch, wer hätte jetzt Laseraugen erwartet? Ich nicht. Ich dich auch, spiel ich dich auch. Was bist du denn? Ayo, Wizard. Gut, wir sind eine halbe Minute nutzlos. Ich versuche trotzdem irgendwie was zu reißen. Okay, das war doof. Ich sehe es hier ein. Oh, ich habe einen besiegt. Krass. Wir warten. Wir haben genug Leben, dass wir die nächste Ebene noch erreichen, ohne tot zu sein. Ich hoffe es. Ich weiß übrigens nicht, was dafür verantwortlich ist, aber seht ihr es? Durch mein Auge kann man leicht durchsehen. Da sieht man, dass der Gischt dahinter ist, zum Beispiel. Achso, wegen dem Ayo-Wizard-Effekt scheinbar. So. Hier ist der Geheimraum, okay. Den hätte ich, glaube ich, nicht dort gesucht. Das Spiel liebt mich. Schliebt mich. Aber wir haben keinen Wafer. Deswegen ist es noch nicht so eine gute Kombo. Aber es gibt einige Karten, die uns sehr viel mehr bringen als die Joker-Karte zumindest. Schauen wir mal, wie viele Karten wir gewinnen. Noch eine? Nein. Eine Joker-Karte? Oder die Tower-Karte? Okay, dann heißt es wohl doch Joker, Joker, Moda Doka. Und Movement Speed brauchen wir auch nicht, weil wir eh schnell sind. Für dich. Danke. Wir können die Kiste aufmachen und mit der Joker-Karte das Event skippen. Ja, machen wir doch. Wir haben ja zwei. So. Ich weiß, dass ich die normale Joker-Karte eingesetzt habe. Ich wollte die Aufladung nicht verbrauchen dafür. So. Oh, guck mal, wir haben wieder Geld. Nichts für uns. Okay.
So, dann haben wir eh bald alle Ebenen geschafft, wo wir fliegen können müssen. Kommt vor, als hätten wir ewig nicht mehr gegen Satan gekämpft. Das ist schon mal was Schönes. Aber wir haben ja erst mit Maggie die ganze Zeit gegen Satan gekämpft. Ich erinnere mich. Ah, okay. Du bist auch nicht häufig unterwegs in den Ebenen. Das ist normaler Dinkel, ne? Ja. Ich muss hier nur meinen Move mit anpassen. So ein sinnloser Raum. Gegner sind einfach bei mir und die Totenköpfe sind nicht mal da, bis die Gegner tot sind. So, haben wir das alles gemacht? Haben wir bald alles geschafft. Oh Gott. Wieder einer der Räume, wo ich Angst habe. Weil ich mir selber wehtun kann. Ah, aber es geht scheinbar. Nur eins der Viecher ist explodiert, erstaunlicherweise. Das ist auch nett. Ja. Jupp. Meine Tränen sind schneller als deine. Oh Gott. Okay. Nur eine Laserspinne. Ich hab's gerade ein bisschen überschätzt. Wunderbär. Gut. Wenn der Wunderbär schon unterwegs ist, dann können wir noch den letzten Raum machen, der uns fehlt. Nochmal die letzten zwei Räume machen. Sorry. Unser Restgeld noch ein bisschen verspielen. Oh, sehr gut. Sehr gut. Heilung ist immer gut, besonders weil ich schon ein paar Mal auf der Ebene getroffen wurde. Very nice. Nochmal mit einer Bombe. Ich beschwere mich nicht, sagen wir es so. Und wir können doch im Arcade-Raum doch oben ein bisschen Zeug in die Luft sprengen, oder was gab's da? Boah, wäre ich jetzt in meine Bombe reingelaufen, hätte ich mich auch gehasst, so. Eine rote Spinne, das erste Mal! Okay, die ist echt selten. Und die kann man ja noch in der Luft abschießen, bevor sie überhaupt selber in der Lage ist, Schaden zu verursachen. Deswegen ist es ja auch ganz egal. So, den Satan-Kill sollten wir wenigstens schaffen. Wir haben noch 13 Münzen. Lügen. Wir behalten einfach mal das. Es ist keine starke Kombo, die wir bisher haben. Es fehlt halt ein Item. Wenn wir einen Wafer oder einen Cancer-Effekt hätten. Dann wäre alles ein bisschen aus der Hand geraten. Aber ansonsten geht's ja. Headlifts. Hallo. Naja. Immer. Haben wir alle. Ja, wir haben alle vier. Sehr gut. So. Was da an Headlifts ist eigentlich. An dem Feuertrenn ist eigentlich, dass dieses Feuer dem Boss die ganze Zeit Schaden machen sollte, soweit ich weiß. Warum leckt es denn so? Wie es immer in dem Bosskampf leckt, ne? Egal, einfach ein bisschen Feuer rein. Das Herz pumpt zu schnell. You unlock dead baby. Achso, ja, Hartmut. Stimmt aber was. So. Was passiert jetzt hier, wenn ich die Devil Deal-Karte einsetze? Weil hier gibt es eigentlich keinen Devil Deal. Werde ich random geportet? Nein, ich komme ernsthaft zu einem Devil Deal. Ah, interessant. Nehmen wir es mit, wir haben ja dieses stärkere Babys-Item. Okay, das ist ekelhaft. Ich glaube, wir haben die Unsichtbaren, ja. Ich hasse mein Leben. Wir werden wieder an Schaden sterben, wenn es weiter so ekelhafte Gegner werden. Ich weiß nie, wann ich diese Augen töten kann. Ich kann die echt nicht unterscheiden. Das ist auch fürchterlich. Ich will nur ein blaues Herz haben. Okay, wir können das... Konnte nichts machen.
Mit meinen Tränen bin ich echt geliefert. Ich bin so ein richtiges Opfermopfer. Health up. Okay, so ein Seelenherz. So. Ich glaube, ich habe meine Rangordnung geändert. Ich finde eigentlich den Kopf mittlerweile nerviger als dich. Du kannst dich nicht sonderlich wehren, wenn man ein bisschen Abstand hält. Huch. Sag mal, und der kommt auf einmal so richtig nah, so. Hi. Ja, your job, Dankbam. Nichts? Okay. Ja. So. Knack ab. Geld. Halt ab. So. Pain kann man nicht kopieren. Nur als. Ah. Okay, das wird mir auf jeden Fall Schaden machen. Oh, ich lebe noch. Das Auge lasert auch Feinde weg. Interessant. So, eine der beiden. Und. Was? Nummer zwei. Emperor. Oh, fuck you, Spiel. Emperor ist natürlich ziemlich cool. Bumsaki. Okay, das ist nicht schlimm. Oh, das war mal kurz um. Wir können ja noch auf Heilung hoffen. Oder den Bossraum zu finden. Okay, gehen wir zum Boss. Ich hasse den Jetzt. Vielleicht mal spät. Ja, aber ein guter Anfang. Okay. So, jetzt kommt wieder die ekelhafte Satan-Phase, wo ich viel ausweichen müsste. Ich kann, aber müsste. Lieber seitlich bleiben. Oh Gott. Wir sind so tot. Wie stark man einfach für diese scheiß Lamp-Ebene sein muss. Hat der Fuß mich erwischt oder was hat... Achso, meine eigenen Tränen wahrscheinlich wieder mal. Forget me now. Die Pille haben wir freigeschalten. Ah, das ist gut. Hm. Wollen wir die Karte suchen? Ich glaub schon. Okay, dann nicht. Schade. Einen Devil hier auf der Ebene haben wir ja gemacht. Forget me now. Es appeared in the basement und wir sterben. Wie immer im Darkroom. Ja, das habe ich jetzt noch gebraucht. Oder Paralysepillen. Das Spiel weiß einfach, was nützlich ist und wirft es einem so richtig ins Gesicht. Wie stark waren meine Spinnen bitte? Die haben gerade den Gegner gewonnen-hittet da. Beziehungsweise die zwei Gegner. Wenn man hier mit zwei Herzen schon ankommt, kann man alles vergessen. Ich locke hier einfach ins Feuer. Ja, was kann ich denn dafür, wenn meine Tränen dich rumschieben, du scheiß Tricksding. Ja, das hilft mir jetzt. Kann ich mich selber gleich mit umbringen. Ha. Geht weg. Jetzt geben sie mir lauter Bomben-Items. Bringt doch alles nichts mehr. Ja, dead. Dann ist es mal wieder over. Ich mag den Darkroom echt nicht. Soll ich einfach mit Blue Baby das wenigstens mehr hat? Nee, ich mag den Darkroom echt nicht. Der ist ekelhaft. Wenn man nicht die richtigen Items hat. Zumindestens. Na gut. Aber ansonsten lief es echt schön. Bis dann halt auf die Ebene, wo wir auf einmal Schaden bekommen haben, weil wir unsere Tränen explodieren. Ich darf diese Feuertränen nicht mehr mitnehmen.
in Situations... Nein, ich darf sie gar nicht mitnehmen. Wenn ich nicht fliegen kann, keine Feuer trennen. Sonst bin ich einfach zu oft zu nah am Feind drin. Ich merk's mir. Gegen Ende war hoch. Nee, ich darf die Tränen, die explodieren. Was ist denn das auch für ein Scheiß? Ich darf diese Feuertränen nicht mitnehmen, trotz ihres Dottes. Und machen die den Damage ab? Ich schau mal kurz nach. Die sind aber cool. Feuertränen habe ich mich echt voll gefreut, weil ich dachte, boah, geil, Feuertränen. Und die Flammenfläche macht ja auch gut Schaden, so. Exploding Tears deal Damage mal 2 plus 22. Also die explodierenden Tränen machen enorm viel Schaden, ja. The chance for tears to explode is affected by your luck stat at plus 13 luck. It will activate every time. Okay, falls ich irgendwas Cooles übersehen habe im Run oder irgendwie eine Item-Kombo verpeilt habe, sagt mir Bescheid. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei The Binding of Isaac Rebirth. Bis dann.